Willkommen zurück zu Let's Play das Testament des Sherlock Holmes. Meine Fresse, war das ein letzter Part. Wir sind einfach eiskalt mal 25 Minuten an diesem Kackding gehockt. Emero hat bei Let's Play Kaizo Mario 2 mal einen Part gehabt, in dem einfach nichts passiert ist, weil er den ganzen Part damit zugebracht hat, einen einzigen verkackten Sprung zu versuchen. Und er hat ihn den ganzen Part lang nicht hingekriegt. Aber ich danke es ja auch um Timing und die ging es nur um Verschieben. Ja. Egal, was ist drin. Dieser Schlüssel muss wichtig sein, sonst wäre er nicht hier versteckt worden. Am Hammer ist Ein Blut, sagt er jetzt Hammer, gleich. blutverschmiert. Holmes, in der Werkstatt ist jemand. Das ist mir nicht entfallen, Watson. Halten Sie Ihren Revolver bereit. Man kann nie wissen. Diese Kerzenhalter wurden zweifellos gestohlen. Dann gehen wir mal in den Schuppen rein, ne? Wer ist denn da reingegangen? Öffnen Sie die Tür. Wir sind nicht von der Polizei, also kein Grund zur Sorge. Eine seltsame Methode, jemanden zu beruhigen. Holmes, das sind Kinder. Mein Gott, eines von ihnen ist verletzt. Was wollen Sie? Kein Schritt näher. Sind Sie von der Polizei? Hab keine Angst, ich bin Arzt. Ich werde mir die Wunde deines Freundes ansehen. Warten Sie, Watson. Ich will diesen Kindern ein paar Fragen stellen. Es ist wirklich dringend, Holmes. An diesem unhygienischen Ort ist die Infektionsgefahr sehr groß und die Wunde könnte sich mit jeder verlorenen Sekunde weiter entzünden. Die Wunde ist für diese Kinder nicht so eine akute Gefahr wie Mr. Fletcher. Wer? Sehen Sie sich die Wunde an, Watson. Sie ist dünn und präzise und deutet auf eine scharfe, gut geschliffene Klinge hin. Eine stumpfere Klinge hätte das umliegende Gewebe in Mitleidenschaft gezogen und die Breite der Wunde wäre uneinheitlich. Und was bedeutet das? Wer in dieser Gegend würde besonders darauf bedacht sein, stets seine Klinge instand zu halten? Ein Metzger natürlich. Und der einzige Metzger weit und breit ist Samuel Fletcher, der gerade eine Scheibe austauscht, die zerschlagen wurde. Er ist ein mürrischer Kerl, das wird ihn hier jeder bestätigen. Sind die Kinder in Gefahr? Niemand kann so gut mit einem Messer umgehen wie ein Metzger. Und wenn dieser Metzger auch noch seinem schlechten Ruf gerecht werden würde, liegt die Vermutung nahe, dass ihm ein tödlicher Schnitt in die Halsschlagader eines Kindes nicht besonders schwer fallen dürfte. Dass er es noch nicht getan hat, liegt wohl daran, dass die Kinder in der Nacht eingebrochen sind, um Fleisch zu stehlen. Die schlechte Beleuchtung hier in der Gegend hat ihnen das Leben gerettet. Ich versichere Ihnen, dass Mr. Fletcher den Tag damit verbracht hat, diese Kinder aufzuspüren. Und wenn er sie findet, sind Wunden Ihr kleinstes Problem. Das ist wahr. Was wollen Sie von uns? Bitte lassen Sie nicht zu, dass der Metzger uns findet. Dr. Watson wird sich die Wunde ansehen, aber die Behandlung ist nicht umsonst. Ich muss dir, glaube ich, nicht sagen, dass das Leben hart ist. Das weißt du auch so. Gib mir die Adresse eines gewissen Kutz und der Doktor wird euch helfen. Ohne Adresse keine Behandlung. Ich kann Ihnen nichts sagen, Mister. Kurz ist ein gemeingefährlicher Irrer. Holmes, Sie gehen zu weit. Sie haben den armen Jungen völlig eingeschüchtert. Einschüchtern? Ich könnte Mr. Fletcher für den entstandenen Schaden entschädigen. Dann würde er mit Sicherheit davon absehen, weiter Jagd auf euch zu machen. Aber dafür müsst ihr mit mir zusammenarbeiten. Oder? Oder er findet höchstwahrscheinlich einen weniger angenehmen Weg, um Genugtuung zu verspüren. Warten Sie, Mister. Ich kenne jeden hier und werde Ihnen helfen, wenn Sie uns vor dem Metzger beschützen. Ich suche einen Mann namens Kurz. Sag mir, wo ich ihn finde, dann bringe ich die Sache mit Mr. Fletcher wieder in Ordnung. Jeder hier kennt Kurz. Er ist der schlimmste Typ im ganzen Viertel. Wir nennen ihn Colonel, weil er in Afrika gegen die Zulus gekämpft hat. Dann ist er bei der Armee rausgeflogen, weil er völlig verrückt ist. Er wohnt in Betty Street 8. Gut. Watson, sehen Sie sich die Wunde an. Danach glätten wir die Wogen zwischen diesen jungen Männern und Mr. Fletcher. Betty Street 8.
vom Friedhof ausgehend nach links abbiegen und dann die erste Straße links, Haus Nummer 8, auf der rechten Seite am Ende der Sackgasse. Waren wir da nicht schon? Mag sein, ja. Dann gehen wir mal hin. Wir müssen diese Kinder vor diesem Metzger beschützen, Holmes. Das wird nicht nötig sein. Ich hatte schon einmal mit Samuel Fletcher zu tun. Er ist nicht so ein Monster, wie ich die Kinder glauben lassen wollte. Hätte er sie töten wollen, hätte er das getan, trotz der schlechten Beleuchtung. Er hat den kleinen Dieb nur verletzt, damit er es nie wieder wagt, einen Fuß in seinen Laden zu setzen. Vergessen Sie Mr. Fletcher, Watson. Sie sagen also, dass Sie gelogen haben, um diese armen Kinder einzuschüchtern? Ja. Exakt. Clever, nicht wahr? Für sowas mag ich Holmes. Ihnen kommt gar nicht in den Sinn, dass das eventuell moralisch verwerflich gewesen sein könnte. Erinnert mich ein bisschen. Hey, Mister, ganz schön edle Klamotten, die Sie da anhaben. Sie fallen hier auf wie ein bunter Hund, das sage ich Ihnen. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht dreckig machen. Aber Sie wären bei mir herzlich willkommen. Ist nicht weit. Ich würde den Dreck für Sie runterschrubben. Gehen Sie bloß nicht zu Danny, sonst holen Sie sich noch Malaria. Danke, Madame. Ich bin sicher, Sie würden diese Aufgabe meistern. Bedauerlicherweise wird es jedoch nicht nötig sein. Ihr Angebot war sehr freundlich. Wir sollten besser gehen, Sir. Hier, bitte nehmen Sie den Sovereign als Zeichen meiner Dankbarkeit. Na sowas. Danke, wie großzügig von Ihnen, meine Lordschaft. Gern geschehen, Madame. Madame nennt er mich. Du meine Güte, was für ein Gentleman. Gott. Wenn Sie so weit wären, Sir? Ja, gehen wir. Ein bemerkenswerter Mann, dieser Prinz Woodville. Spricht er doch mit dieser Frau, als wäre sie gleichen Standes. Suchen wir die Betty Street. Ja, was ich erzählen wollte, hat mich ein kleines bisschen an diese eine Stelle aus Terminator 3 erinnert. Also ziemlich am Anfang. Als er die gerade in den Lastwagen schmeißt. Wo ist John Connor? Lassen Sie mich laufen, wenn ich es Ihnen sage. Ja. Er ist im Hundezwinger. Mach die Tür zu. Hey, Sie haben gesagt, er wird mich laufen lassen. Das war gelogen. Egal, gehen wir mal die Straße runter. Du hast vergessen, wo wir lang mussten, ne? Natürlich habe ich das Kurzzeitgedächtnis. Vom Friedhof nach links und dann die Straße. Die Sackgasse, da waren wir doch schon. Ja, aber da stand nicht Battle Street dran. Burner Street. Siehst du? Ist es ja auch nicht. Wir laufen die Straße weiter. Nein, nicht da lang. Nicht da lang. Sondern? Das ist doch nicht die Betty Street. Vom Friedhof nach links sind wir gemacht und es laufen einfach weiter, bis wir zur Betty Street kommen. Irgendwann muss die rechte Hand die sein. Not quite, ne? Lauf mal weiter. Da kommen wir nicht mehr weiter. Die einzige Sackgasse, die mir auf Anhieb einfällt. Wäre aber auch sowieso eine völlig andere, nämlich die hier. Nur ist die links. Nee, meine hat schon vorher gestimmt. Betty Street kommt da schon noch. Und ja, ich laufe gerade. Wow. Ja, wobei, in Verbis Virtus. Ne? Betty Street 8. Am rechten Ende der Sackgasse. Das ist die 13. 12, ja. Theoretisch ist hier die 8, aber... Keine Tür. Also ich will nicht sagen, dass wir uns hier gerade verfranzt haben, aber... Warte, geh auf die andere Seite, einfach nur sicherheitshalber. Da ist 7 und 9. Ach so. Das heißt, hier müsste die 8 sein. Warte, kann man mal Watson ansprechen?
Was sollen wir als nächstes tun, okay. Holmes? Wappen halten, ja. Vielleicht hätten wir so einen Dialog triggern können, wie die Haus Nummer 8 fehlt. Ah. Aber das ist Burner Street 8. Und nicht Betty Street 8. Eines der vielen Geschäfte, die schließen mussten. Gehen wir wirklich mal in die eine Sackgasse, in der wir vorhin waren, auch wenn da rechts und nicht links stand. Gucken können wir ja mal. Dass wir echt hier zu dämlich sind, eine Adresse zu finden. Mhm. Oh. Bugs Row. Wo Polly Nichols Jack the Ripper in die Arme gelaufen ist und den Tod gefunden hat. Okay. Anspielung FTW. Mhm. Übrigens hieß eines der Opfer von Jack the Ripper damals tatsächlich Polly Nichols. Das hast du auch in der Fail-Aufnahme von Jack the Ripper gesagt, glaube ich. Echt? Ich bin halt gut. Oder sagst du einmal das Gleiche? Oder habe ein Allgemeinwissen, aber kein gutes Gedächtnis, so. Das ist jetzt zwar rechter Hand, aber scheiß drauf. Ja, irgendwo muss diese Straße ja sein, ne? Mhm. There we go. Naja, also. Was ist für ein Gorilla? Das hier 6, 8. Lässt sich nicht öffnen. Ja, du sollst da ja auch mit deinem Taschenmesser rangehen. Schlüssel? Mein Gott, Holmes! Das ist entsetzlich! Und dieser Gestank! Was ist hier nur vorgefallen? Bleiben Sie ruhig, Watson. Machen Sie sich zu jedem Detail Notizen und rühren Sie nichts an. Gut, Holmes. Was haben wir denn? Wir haben einen toten Typen und zwei tote Hunde. Dieser Verband ist höchstens ein oder zwei Tage alt. Bei Jack the Ripper haben sie Leichen nicht gezeigt, haben sie es auf dem Boden gemalt, weißt noch? Mhm. Was für schlimme Wunden. Die Hunde müssen Tollwut gehabt haben. Das ist ein Hundebiss. Man erkennt die Abdrücke der Zähne. Tut man tatsächlich. Nur ein Hund könnte solch eine tiefe Wunde verursachen. Aber wie es scheint, wurde noch danach an der Wunde herumgebissen. Werfen wir einen Blick auf unsere Deduktionsaufzeichnungen, Watson. Ah. Ja. Und jetzt? Toll. Das war jetzt irgendwie weltbewegend. Dieser Teil ist völlig zerfetzt. Das Hautgewebe ist verwest. Aber der Tod muss erst vor kurzem eingetreten sein. Aha. Noch irgendwas? Was wir nicht gesehen haben. Dann die Hunde jetzt. Wir sind mit dem noch nicht fertig. Dieser Ver... Wo fummelst denn du rum? Dieser Verband. Ach so. Schere wohl eher. Machen Sie sich Notizen, Watson. Derselbe Finger, den wir im Haus nicht. Des Bischofs von Knightsbridge. Ach so, den Finger mitgenommen. Holmes. Jetzt wird's langsam interessant. Dieser Teil ist völlig zerfetzt. Das Hautgewebe ist verwest. Aber der Tod muss erst vor kurzem eingetreten sein. Schön, dass einfach genau die gleiche Sprachbox nochmal genommen wurde. Die Haut wurde ganz schön tief aufgerissen. Was für eine schlimme Wunde. Der Hundenapf ist leer. Etwas Fleisch war in diese Zeitung eingewickelt. Das Blut ist noch frisch. Und ein Zweig. Weintrauben? Warum liegen sie hier?
Danke, Captain Obvious, für die offensichtliche Frage. Das ist die Zeitung von gestern. Jemand hat Futter für die Hunde gebracht, wahrscheinlich kurz bevor es zu dem Kampf gekommen ist. Und direkt nachdem sie gefüttert wurden, sind sie über den Mann hergefallen, um ihn zu fressen. Unglaublich. Wir kommen der Sache langsam näher. Mhm. Ein altes Foto. Bisschen was fehlt noch. Da steht, für unseren Kameraden Jeremy Kurtz von Kommando J. Mellon. Bloemfontein, 1883. Kurtz hat für die Buren und somit gegen sein Land gekämpft. Die Frage ist, war sein Land jetzt Großbritannien oder USA? Klammer auf, die Flagge hängt verkehrt rum. Oder? Ach nee, ist keine USA-Flagge, habe ich nur im Augenwinkel gesehen. Sonderbare Sachen hatte er auf dem Tablett. Ein kleiner Brenner. Kleine verkohlte Kügelchen. Eine Pfeife. Riecht merkwürdig. Es besteht nicht der geringste Zweifel. Den Utensilien auf dem Tablett nachzuurteilen und der Pfeife hat der Mann Opium geraucht. Opium. Ich bezweifle, dass dieser Mann seine Drogen hier hergestellt hat. Dazu braucht man ein richtiges Labor. Das war mein Kugelschreiber. Hui! Das ist ein Greenscreen. Dann würde ich mal sagen, ist das ein guter Platz für ein Partende. Seit 2 Minuten früher, aber scheiß drauf. Ja. Und wir beheben das hier mal. Bis zum nächsten Part. Ciao. Ciao.